Handelseinheit zerstört, bitte? Ich habe schon wieder eine Station entdeckt. Nur wo sind die alle? Und einfach mal ins Wasser. Dann geht's los. Boah, ich bin so schlecht gerade. Nur 82 Punkte. Oder Ranger ist fertig. Ich muss das Alien-Nest ausräuchern. Ich brauche da, glaube ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Hätte jetzt aber gerne noch irgendwie was mit richtig Repulsor. Ich mache mal das Vivarium. Oh, und hier kann ich auch. Oh, hier kann ich schon gleich attackieren. Das mir erstmal bereitet sich total attackieren. Fies aus hier. Ja, ich will attackieren. Zack. Also wir haben auch schnell Fortbewegungen und Schnellangriff gemacht. Ihr seht jetzt also nicht, wie Einheiten langsam übers Feld laufen, die Raketen fliegen. Ja, das würde zu lange dauern beim Multiplayer-Match. Im Singleplayer bewegen sie sich natürlich langsam. Stellt euch einfach vor. Oh, hier unten ist auch Grasland. Aber nur ein kleiner Abschnitt. Dann ist wirklich genau in der Mitte beim Äquator ist dann nur ein bisschen ein schmaler Streifen Grasland. Gut, dann kann ich hier drüben ja auch bauen. Wenn die Insel komplett Grasland ist. Da ist sogar Phyrexite. Es ist das High-End-Material, wie früher Uran. Einen weiteren Wert. Nehme ich denn mal. Ihr seht übrigens, was ich für Vorteile mache, wenn ich bekomme, wenn ich Harmonie wähle. Ich bin jetzt gerade Level 1. Das heißt, die Alien-Aggressionsstufe geht doppelt so schnell zurück. Bei der zweiten Stufe kriege ich nur 5 Schaden pro Miasma. Bei der sechsten Stufe heile ich sogar 5 Schaden, wenn ich im Miasma stehe. Das ist natürlich super. Also die würde ich gerne eigentlich da hinsetzen, weil es noch ein paar Ressourcen gibt. Aber eigentlich auch hier. Oh, ist alles so wichtig. Ja, die Städte verbreiten sich doch total schnell und werden riesig hier. Ihr seht übrigens die Felder und warum ich das so komisch finde. Wenn jemand mit dem Traktor drüber fährt, der wird seinen Spaß haben. Ach, das sind Sonden. Traktorsonden. Dann dahin. Ach, mein Repulsor ist fertig. Jetzt kann ich einen Ultraschallzaun bauen. Okay, mein Repulsor. Das ist auch wieder so ein Satellit. Allerdings macht dieser Satellit in seinem kompletten Radius innerhalb von 10 Runden das komplette Miasma weg. Das zeige ich euch jetzt mal. Dann setze ich das Ding jetzt nach hier irgendwo. Ja, dann ist das wenigstens alles weg. So, in dem kompletten blauen Radius macht er jetzt das Miasma weg. Dauert halt eine Weile. Und das kommt dann noch nicht mehr wieder, ein Glück. Einige KIs werden dann aber stinkesauer, wenn man das macht, weil die das Zeug lieben. Was ich gar nicht verstehen kann. So, meine zweite Stadt hat irgendetwas gebaut. Was baue ich denn mal jetzt hier? Eine Reliquie erstmal. So, oh, neues Gebiet. Gleich mal rumfliegen, erfahren. Den wollte ich hier runterholen. Da ist schon so ein Belagerungswurm. Hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch nicht, dass er mich in Ruhe lässt. Warum sollte er? Bist doch leckeres Happy Happy. Yep, und sie wurde schon gefressen. So, die zweite Insel ist auch schön miasmarisiert. Aber ich muss hier siedeln wegen dem Phyrexite. Obwohl, hier habe ich ja auch schon was. Aber egal, da kann man nie genug von haben. Oh, gleich hin. Ja, eine Einheit wurde getötet. Schön, ne? Bringt mir noch nichts. Ich brauche stärkere Einheiten. Ein Ressourcensonde. Da hatte ich auch gerade. Es gab. Oh. Nein, ich muss zurück. Ich muss mein Expeditionsmodul aufladen. So
ich habe die Genetik, eins Pharmalabore bauen, das ist gut. Und die Zellzuchtstation. Dann kann ich auch gleich auf Alien-Reservate gehen. Was ist eigentlich Resilin? Weiß es noch nicht. Diese fetten grauen Würmer begeben das. Was habe ich denn? Oh, 25 Kultur habe ich bekommen. So. Sehr gut. Oh, sind das? Ein Alien-Skelett? Was kann man denn damit machen? Da kannst du eine Expedition draufsetzen. Oh, da muss ich doch mal so einen Kerle bauen. Ich kaufe am besten einen. Ich habe noch ein bisschen Geld. Ich habe jetzt meine dritte Stadt gegründet. 200. Erstmal einen wegnehmen hier. Wo sind wir, meinen dritten Außenposten? Aha, Forschung. Sehr gut. Was nehme ich denn jetzt? Ja, ich sollte vielleicht noch ein paar von den nahen Sachen im ersten Ring erforschen. Die Chemie zum Beispiel, damit ich Öl finde. Öl ist aus irgendeinem Grund später auch voll wichtig, wenn man Satelliten ins All schickt. So, die nächste Runde. Ich kann gerade nichts machen. Ja. Er baut das Pharmalabor. Hier wird... Relikt wieder alten Erde gerade noch gebaut. Unten werden es noch sein. 12, gut. Wird Zeit, dass ich Kampfschiffe bauen kann. Du alles haben möchtest. Ja, die Würmer, die Drachennerven. Da brauchst du mehr als Kampfschiffe, denn die Biester sind stark. Ja. Was ist das denn für ein Riesenberg hier? Und noch mehr Phyrexite. Eine Quest. Deckung gemacht. Ja. Nahrung aus Vivarien. Forschung durch Vivarien. Ich hätte gerne die Forschung. Ist mir schon sehr wichtig. So wie ihr oben seht, ist das Miasma an der Stelle, wo das Gerät steht, schon ziemlich wenig geworden. Eigentlich ist es komplett weg, sehe ich gerade. Ja, dafür sind die Orbitalgeräte da. Ich hab grad Angst, hier steht ein Wurm neben meinem Kerle. Schnell weg. Das ist eine komische Insel. Ist das hier Wald oder Wüste? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann es ja nicht erkennen, weil überall Wald ist, aber ich weiß nicht, was unter dem Wald ist. Ob das jetzt Grasland oder Wüste ist. Das sieht auf dieser Map ziemlich ähnlich aus. Ich glaube, es ist Wüste. So, was bauen wir denn mal? Keine Ahnung, was du baust. Wir bauen noch einen neuen Kulissen, ja. Hm. So schnell in die Stadt gleich und den aufladen. Ja, bei mir ist halt immer noch einiges am Bauen, deswegen meine Routen gerade schnell vorbei. Was erforsche ich denn mal jetzt? Oh ja, das weiß Genetik gibt Gesundheit. Okay, war das da eben gerade ein fettes Alien-Nest? Oh, ne, kein Nest, aber zwei Aliens, aber auch wieder ein abgestürzter Satellit. Und da muss ich auch hin. Ich glaube, der Soldat von hier oben muss mal runterkommen. Oh, das Gold gibt sogar Kultur. Schön, cool. Schön.
Wieder eine Questentscheidung. Eine neue Anwendungsmöglichkeit für Technologie gefunden. Tja. So, was habe ich denn bekommen? Einmal 70 Gold Energie. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Ultraschall-Zaun so umzumodeln, dass ich entweder das ursprüngliche Design beibehalte und somit nur somit eine plus 1 Rückschlagreichweite durch die Zäune bekomme, oder ich kehre die Polarität um und Handelskonvois werden nicht durch Alien-Einheiten angegriffen. Ich kehre mal die Polarität um. Das werde ich dann auch machen, dann kann ich ja nicht mein Schiff losschicken. Ja, da ist. Jetzt brauche ich meinen Repulsor. So, das Modul ist aufgeladen und dann bitte wieder ab ins Wasser. Nein, Alien Nest. Genau da, wo ich es das letzte Mal zerstört habe, steht wieder eins. Verdammt, dass die Kamera immer so schnell weggeht, wenn man irgendwas gemacht hat. So, oh, schon wieder eine verlassene Siedlung. Ich brauche mehr Erkundschafter. Ah, hier ist Fernbasis 1. So, dann baut ihr mal hier. Gut, dann kann ich mit dem Herrn hier jetzt runterfahren. Oh, ein Wurm. Ich gehe wieder. Produktion wählen. Was wähle ich denn mal? Ja. Sagen. Klinik. Jetzt sind die Wolfskäfer um einiges stärker. Das ist ja komisch. Okay, ich habe jetzt auch das mit der mit dem Elektrozaun, Ultraschallzaun. Ja, normal haben die, glaube ich, 3 Felder Reichweite um die Hauptstadt herum. Wenn man das hier macht, hat man 4 Felder Reichweite. Aber die Polarität umkehren ist schon praktischer. Kann ich an die Schiffe bauen. Und es ist fertig. Eigentlich kann ich ja schon mal Straßen bauen. Aber erstmal muss ich hier die Gesundheit von dem aufladen. Wo sind die Aliens jetzt hin? Haben sie verpisst? Wieso ist hier schon wieder Miasma? Das habe ich doch erst entfernt. Scheiße. Wächst nach. Finde ich nicht gut. Das gehört dazu. Was haben wir hier gebaut jetzt? Egal, ich baue was Neues. Am besten erstmal eine ein Bautrupp. So, hier könnte ich jetzt bauen. Das dauert aber alles. Oh, hier mal das Handelslager. Und attackiere mit dem Fernangriff mal die Wolfskäfer. Mach das, die armen Wolfskäfer. Was haben sie dir getan? So, Genetik ist erforscht. Was kommt denn jetzt mal dran? Oh, das ist nicht leicht hier. Gibt so viele Sachen. Flugzeugträger, was Feines. Aber ich würde lieber die Schiffe haben, die geilen. Was muss man denn dafür erforschen? Verdammt, wie hieß denn das Gerät? Ob ich das noch wüsste. Das so. Ich werde jetzt mal Physik erforschen. Veteranenstatus. Aha, herzlichen Glückwunsch. Dahin.
So, der ist weg. Ah, wir müssen übrigens aufhören. Ja, okay. Ich muss nur meine Leute in eine Runde noch. Ich muss meine Leute aus dem Miasma rausholen. Oh fuck, wo kommen die? Was? Wieso habe ich... Ach, das Alien-Skelett hat mir eine Alien-Drohne gegeben, diese fliegenden Einheiten. Schön. Boah, ich habe gerade fast einen Herzinfarkt bekommen. Cool. Ja, wo schicke ich die denn mal hin? Kann die über Wasser? Die kann über... Oh, die hat einen Radius. Willst du mich verarschen? Die kann ja 1, 2, 3 Felder in jede Richtung. Über Berge, über Wasser, über alles. Boah, ja, dann gleich mal los, ey. Okay, nach der Runde sind meine Leute aus dem Zeug raus. Okay. Fuck, Kolonist. Egal, geh erstmal hier runter. So, der soll das mal ganz, ganz mal hier weg. Ja, das. Okay, das war meine letzte Runde erstmal. Gut, dann speichern wir. Mach du erstmal deine Runde fertig, sonst bringt's ja nichts. So, getan. So, speichern. Okay, ist gespeichert. Gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Jawohl, tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.